Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und liebe Marami, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heute geht es darum, euch Tipps zu geben bezüglich Kontrolleinstellungen und Kameraeinstellungen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, habe auch ein bisschen an meinen Singer schrauben müssen, damit ich jetzt das perfekte Setup habe. Und ich habe mir gedacht, ich werde für euch ein Video dazu machen, um natürlich euch das Bestmögliche mitzugeben. Ihr könnt es natürlich dann verwenden oder nur einen Teil davon. Ich werde aber zusätzlich natürlich auch erklären, warum ich diese Kamera spiele bzw. diese Controller-Einstellungen. Weil mir ist es wichtig, dass wir uns austauschen und vielleicht können wir gemeinsam voneinander profitieren, wie wir schon die letzten paar Jahre machen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit meinem ersten Tipp-Video für FIFA 21. Let's go! So, beginnen wir mit den Controller-Einstellungen. Den FIFA-Trainer habe ich natürlich aus, logischerweise. Ne? Abschlusstiming habe ich auch aus, weil das Time-Finish meiner Meinung nach nicht mehr so effektiv ist und overpowered ist, so wie die letzten paar Jahre. Und deshalb ist es für mich eher ein Störfaktor und man kann auch ganz normal mit Kreis schießen und gute Abschlüsse erzielen. Ja, nächster Spielerwechsel-Anzeige habe ich auch deaktiviert, schon wie in dem letzten Jahr. Warum? Weil mich das irritiert und stört, wenn ich irgendwo auf einen anderen Kopf nochmal irgendein Dreieck oder irgendein Symbol sehe, wo ich dann hinwechsle. Ich habe das eh im Auge, ich kann das eh mit dem Stick oder mit L1 relativ gut steuern und deshalb habe ich es hier aus. Passblockhilfe habe ich an, weil ich möchte schon, dass der CPU automatisch die Pässe blockt. Und dann nutzen wir schon ein bisschen die CPU-Einstellungen von FIFA. Automatisch wechseln habe ich ausgestellt, aber ich habe sie auf hohe Bälle und freie Bälle. Das bedeutet, er wechselt nur bei hohen Bällen automatisch und sonst eigentlich bei freien Bällen. Sonst bin ich eigentlich komplett dafür verantwortlich. Ja, das heißt, es ist so eine Mischung. Ja, weil komplett ist schwer, wenn man alles selbst machen muss und automatisch, da habe ich gar nichts mehr in der Hand. Deshalb der dritte Bereich mit hohen freien Bällen, da habe ich so eine Mischung zwischen am Boden mache ich alles und der Rest, was oben ist, macht der CPU. Automatische Wechseln, Bewegungshilfe habe ich keine, ja, weil ich möchte nicht, dass er irgendwie automatisch zu jemandem wechselt für kurze Zeit in die Richtung, wo er dann läuft. Und deshalb so habe ich jetzt beabsichtigt, die Zeit selbst mir die Laufrichtung einzustellen natürlich. Ja. Abdrängen habe ich natürlich unterstützt. Das Abdrängentempo wird unterstützt, damit du nah an den Gegner dran bleibst, ohne Richtungsunterstützung. Hier nehme ich auch wieder den Support vom Spiel natürlich an. So, ja, automatische Flairpässe habe ich an. Automatische Befreiungsschläge habe ich auch an. Automatische Schüsse habe ich auch an. Spielerfestlegung habe ich auch an. Kontextabhängiges, agiles Dribbling habe ich auch an. Hier switche ich ab und zu zwischen ein und aus. Ich finde aber ein eigentlich sehr, sehr praktisch. Kopfballunterstützung definitiv. Wechselrechter Stick habe ich spielabhängig und nicht ballabhängig, sondern ich möchte Spieler wechseln, wenn ich zu einem Spieler möchte und nicht dort, wo der Ball natürlich ist. Ja? Flachpassunterstützung habe ich mit Hilfe, Steilpasshilfe habe ich mit Hilfe, Schusshilfe habe ich mit Hilfe, Flankenhilfe habe ich auch mit Hilfe, Heberhilfe auch, Paradenhilfe auch. Analogen Sprint habe ich aus, weil ich möchte das grundsätzlich deaktivieren, dass umso mehr ich drücken muss, dass er dann sprintet, so schnell wie möglich, sondern er soll von Haus aus so schnell wie möglich sprinten, deshalb aus. Defensiv, Tactical Defending ist sowieso ein Muss und Passempfänger festlegen habe ich auf spät, damit, wenn ich merke, dass der Gegner nochmal irgendwas zustellt oder so, dass ich schnell noch den Pass in eine andere Richtung irgendwie einlenken kann, damit er den Pass dann doch nicht abfängt. Ja, das sind meine Controller-Einstellungen. Wenn ihr dazu natürlich Fragen habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare stellen. Dann werde ich natürlich alle Fragen auch zusätzlich nochmal beantworten. So! Kommen wir zur Kameraeinstellung. Und bei der Kameraeinstellung, muss ich euch sagen, habe ich ja sehr, sehr, sehr lang gebraucht. Sowohl in der Beta-Phase, aber auch jetzt mit dem 6. Oktober, wo ich das Spiel dann voll spielen konnte,
auch in die Player Access mit den 10 Stunden, habe ich sehr viel Troubles gehabt mit der Kamera. Es war mir alles zu weit weg. Es war mir dann alles zu nah. Es war mir dann irgendwie, ich kam nicht in die Zweikämpfe rein. Und vor allem ist es, finde ich, in FIFA 21 so, dass du sowieso ein bisschen schwieriger verteidigen kannst. Und wenn dann die Kamera zu weit weg ist, dann kann ich überhaupt nicht einschätzen, komme ich jetzt in den Zweikampf oder komme ich nicht in den Zweikampf. Und deshalb habe ich sehr, sehr viel herumgedreht, gebastelt und kam jetzt zu dem Entschluss, dass Übertragung Tele für mich auf jeden Fall das Beste ist. Aber nicht nur das, sondern ich habe hier individuell 10 eingestellt bei der Kamerahöhe und Kamerazoom 15. Das heißt, ich habe jetzt eine Mischung, es ist nah genug, um rechtzeitig zu erkennen, komme ich jetzt in den Zweikampf oder nicht. Oder in der Offensive, in der 1-zu-1 Situation, wie knapp ist es, kann ich noch irgendeinen Skill-Move machen, muss ich schon passen, muss ich abdrehen, muss ich zurück. Und deshalb habe ich dann Kamera-Zoom auf 15 gemacht, damit ich genau das dementsprechend auch perfekt für mich empfinde und natürlich auch sehe. Ja, und das sind meine Kameraeinstellungen und Kontrolleinstellungen für FIFA 21. Ja, das war mein erstes Tipps und Tricks-Video für FIFA 21. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, teilt natürlich gerne das Video, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze auch findet. Ihr könnt mir auch gerne ein Feedback geben, ehrliche Meinung, ihr wisst, ganz, ganz wichtig, auch gegen Kritik habe ich nichts, nur durch Kritik werde ich auch besser. Schreibt mir gerne eure Einstellungen in die Kommentare oder wenn ihr meine verwendet, dann sagt es mir, wie ihr das Ganze findet. Und unbedingt, ganz, ganz wichtig, schreibt mir auch in die Kommentare, welches Tipp- und Tricks-Video als zweiter Stelle ihr gerne sehen wollt. Ja, ich habe jetzt mal angefangen mit Kontrolleinstellungen und Kameraeinstellungen. Das zweite habe ich natürlich Aufstellung im Kopf, aber vielleicht habt ihr auch nochmal irgendein Part, was ihr unbedingt in dieser Serie von mir sehen wollt. Ja, und sonst natürlich in der Linkbeschreibung findet ihr meinen TikTok-Kanal, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, Twitch. Auf Twitch streame ich natürlich regelmäßig. Lasst gerne überall wo ein Abo und ein Like da. Auf TikTok, Instagram bin ich aktiv. Ich bin überall aktiv, aber da wird es mir noch mehr sehr, sehr, sehr gut tun, wenn ihr da mich auch supportet, sowohl auf Twitch. Tut's natürlich die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und tut's natürlich auch den jeweiligen Kanal, wo ihr gerade das Video schaut, auch abonnieren. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Euer Mario Wiska. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Video.